Ich möchte kurz zeigen, wie man ein Forms-Quiz mit den Aufgaben in Teams verknüpfen kann. Also zuerst wechsle ich da zu Microsoft Forms im Office 365 Portal und sage, ich möchte ein neues Quiz. Eine neue Frage kann da wählen zwischen so einem Multiple Choice, sagt dem Frage 1. Mit Antwort 1 und Antwort 2. Das sei erforderlich, man müsse da etwas angeben und noch eine neue Freitextaufgabe, Frage 2. Und schon gut für diese Demo. Dieses Forms Quiz ist jetzt unter Demo Quiz gespeichert. Ich wechsle jetzt wieder zu Teams, bin hier bei meinem Demo-Aufgaben-Team und kann entweder hier zu den Aufgaben wechseln oder gerade hier oben in der Registerkarte Aufgaben und sage, ich möchte eine neue Aufgabe erstellen. Ein Quiz. Dann kann ich da sagen, ich möchte dieses Demo-Quiz nehmen und gehe weiter. Ich könnte die Anweisung noch schreiben, fülle das Quiz aus zum Beispiel. Ich könnte Punkte vergeben etc., alles was wir von den Aufgaben in Teams kennen. Und als nächstes gehe ich zu Zuweisen. Jetzt ist dieses Quiz aus Forms zugewiesen worden. Nun wechsle ich zur Ansicht eines Schülers. Man sieht hier oben, das ist der Benutzer Schüler 01. Und der hat da dieses Demo-Quiz hier zugewiesen bekommen. Könnte hier zu den Aufgaben wechseln, kann in diesem Kanal hier oben zu den Aufgaben wechseln oder eben hier View Assignment kommt er direkt auch zu der Aufgabe. Und kann jetzt dieses Quiz direkt in Forms eingebettet in Teams ausfüllen. Also es hat hier Frage 1 und Frage 2 gibt er eine Antwort 2 und sagt dann absenden. Wenn er hier drauf klickt auf Ergebnisse anzeigen, kann er wieder sehen, was er gemacht hat. Wenn er das schließt, sieht man, dass das abgegeben hat, kommt diese Animation, die ja jeweils eine kommt, wenn man etwas abgegeben hat. Wenn ich nochmals auf Demo Quiz gehe, dann nachher heißt es, Ihre Antwort wurde bereits übermittelt, da sieht es nicht mehr. Ich wechsle wieder zur Lehrperson, zu Teams, schaue mir diese Aufgabe an. Da heißt es, die Aufgabe wird noch an Schüler verteilt, versuchen Sie es später nochmal. Gehe nochmals zurück, öffne sie nochmals und schon sind sie da. Jetzt Schüler 1 hat es abgegeben, ich wechsle da zum Schüler 1 und kann ihm jetzt da auch ein Feedback geben. Also beispielsweise hier ein gesamtes Feedback und zu jeder Frage ein weiteres Feedback. Also da bei Frage 2 zum Beispiel gute Argumente. Könnte ich nächstes überprüfen, aber ich habe ja im Moment nur eines. Also sage ich schließen und jetzt habe ich das so zurückgegeben. Im Moment aber sieht der Schüler das noch nicht als, also er kann seine Antworten und das Feedback noch nicht anschauen. Ich muss es auch in Forms zurückgeben. Und hier kann ich in Forms öffnen oder ich wechsle einfach zu Forms manuell. Aber wenn ich hier in Forms öffnen gehe, dann sieht man diese Antwort, gehe zurück und kann hier Bewertungen posten. Also wenn ich da sage, ich habe eine Bewertung, die ich zurückgegeben habe. Ich habe sie Status benotet, also zurückgegeben von mir. Ich möchte diese Bewertung jetzt posten. Und was jetzt passiert ist, dass der Schüler 01, ich wechsle wieder zu seiner Ansicht, sieht hier wieder das S, wir sind bei Schüleransicht. Wenn der da bei seinen erledigten Aufgaben Demo-Quiz öffnet, das Quiz öffnet, sieht er hier das Gesamtfeedback, du hast das gut gemacht und
Er sieht hier seine Antworten, die er nicht mehr verändern kann, und hier auch pro Antwort das Feedback, das ich ihm gegeben habe.